Ja Mensch, herzlich willkommen zurück beim KGS-TTW-Turnier 5.0 mit der ersten Schlacht in Runde 2 und mit der einzigen Schlacht in Gruppe A, denn der liebe Mr. Total War hat sich aus persönlichen Gründen aus dem Turnier zurückgezogen und da das jetzt schon in Runde 2 ist, habe ich gesagt, gut, den ersetzen wir jetzt nicht nochmal, weil er hat schon eine Schlacht geschlagen, dann wäre das alles wieder anstrengend, dann hätte er nochmal eine Schlacht schlagen müssen, deswegen ist er einfach raus und jeder, der gegen Mr. Total War hätte spielen müssen, hat jetzt einen Sieg angerechnet bekommen. Mal sehen, wie das am Ende ausgeht bei der Auflistung in der Gruppe. Damit geht es darum, drei Leute kämpfen um zwei verbliebene Plätze, also an sich eine bessere Chance für alle. So, wir haben hier die Schlacht der verbliebenen beiden Leute. Okay, es gibt ja nochmal den Maledil, der ist auch noch mit dabei. Aber Fruchtkorn und Angel Templar kämpfen hier gegeneinander. Und zwar auf dieser Map, die ich mir vorher gar nicht angeschaut habe, ehrlich gesagt. Ich habe die nur auf der Map-Ansicht gesehen. Und ich hoffe jetzt auch, dass dieser Höhenvorteil hier nicht ausgenutzt wird von den Karthagern, die hier von Fruchtkorn in die Schlacht geführt werden. Er hat hier, wie gesagt, die Karthager, die karthagische Kavallerie zweimal. Dann hier späte karthagische Hopliten, zweimal libysche Infanterie, dann hier auch dreimal, viermal und dann nochmal zweimal späte karthagische Hopliten. Dann hier vorne kretische Söldnerbogenschützen, Söldnerbogenschützen und Söldnerbogenschützen. Auf dieser linken Flanke noch karthagische Kavallerie zweimal und einmal afrikanische Kriegselefanten. Auf der anderen Seite haben wir den Fruchtkorn, nee, gar nicht, Fruchtkorn ist da. Wir haben hier den Angel Templar mit den Arevaki. Der hat hier einmal keltiberische Kavallerie, Skutari Speerkämpfer, bemalte Krieger, Skutari zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Dann hier bemalte Krieger, Skutari Speerkämpfer, dann hier Adelskämpfer. Hier hinter hat er iberische Steinschleuderer zweimal, dreimal, viermal. Dann hier nochmal Adelskämpfer. Hier ist einmal iberische Kavallerie, dann ist hier noch einmal keltiberische Kavallerie. Und das war's. Wir werden uns die Schlacht also mal anschauen. Hier unten steht 6 Minuten, mal sehen, was hier passiert. Ich hatte eigentlich gesagt, dass man in die Mitte der Karte marschieren sollte. Hier passiert aber nichts. Ein wahnsinnig spannendes Gefecht. Ah, jetzt sieht man hier hinten sich was bewegen, die Kavallerie. Ich habe ausdrücklich gesagt, dass man sich von diesem Hügel bewegen soll. Macht der liebe Fruchtkorn mehr oder minder nicht. Er behält die Hill Position bei. Macht damit das, was ich gerne vermeiden wollte auf dieser Karte. Ich wollte die Karte einfach nur, weil die schön aussah. Und in dem Falle habe ich auch gesagt, man soll sich bitte in die Mitte der Karte bewegen. Das wird hier nicht gemacht. Mal sehen, ob er sich dadurch einen Vorteil erarbeitet oder ob er am Ende letztendlich doch verliert. Falls er gewinnen sollte, kriegt er auf jeden Fall eine saftige Rüge von mir, wenn nicht sogar eine Niederlage eingetragen. Falls er jetzt nicht hier kurz darauf sich großartig ändern würde, weil das ist schon noch ein Hill-Advantage hier. Die ersten Pfeile fliegen auf die Steinschleuderer und die Steine fliegen zurück auf die Söldnerbogenschützen. Steine natürlich immer schöne Attacken gegen teure Bogenschützen, weil die haben ja keine Schilde, um sich zu verteidigen dort. Und werden dann dementsprechend relativ gut getroffen, weil hier sind die Schäden gering. Jetzt kommen aber auch die Skutari bereits. Die keltiberische Kavallerie läuft hier hinten rum. Und zwingt dadurch die karthagische Kavallerie einmal auf die Flanke auszubrechen. Die Skutari werfen schön ihre Speere, das haben die Hopliten nichts gegen zu melden. Und jetzt kommt zum Schlagabtausch auf gesamter Frontlinie. Da können wir wunderschön einmal rüberfliegen hier. Zack, und somit sind alle Infanteristen gegeneinander. Somit sind alle Infanteristen der Karthager. Während hier aber noch Adelskämpfer und da hinten sind auch nochmal Adelskämpfer, glaube ich. Ja, einmal noch. Die sind frei. Die Skutari-Speerkämpfer fighten hier so ein bisschen auch noch gegen die Kavallerie. Aber nicht so richtig.
Wir wollen hier hinten rein in die und hier kämpft die keltiberische Kavallerie gegen die karthagische Kavallerie. Sieht relativ gleich bemessen aus. Hier hingegen Skutari-Speerkämpfer vollkommen die ungeschützte karthagische Kavallerie. Das dürfte richtig wehtun. Hier wiederum wird der Hill Advantage tatsächlich mal ausgenutzt und zwar so, wie ich das gedacht hätte. Man kann da schöne Manöver führen gegen die feindliche Kavallerie, aber diese Einheit dürfte gedoomt sein, da dürfte nicht viel passieren. In der Mitte sieht das noch nach einem harten Gleichgewicht aus, wobei die Arewaki ein bisschen moraltechnisch unterlegen sind, wobei ich auf der rechten Flanke von, sieht das relativ gut aus, die Elefanten machen jetzt nicht so viel. Laufen mehr so hinter der Kavallerie, die hier irgendwie hängen bleibt an den Bogenschützen. Aber war wichtig, die Bogenschützen mal auszuschalten. Und hier können die Adelskämpfer tatsächlich hinter die feindliche Linie marschieren. Entweder will er die Bogenschützen angreifen oder geht hier natürlich hinten rein. Damit wird die Moral dort gebrochen. Auf der anderen Seite funktioniert das genauso. Das heißt, moraltechnisch sind beide Flanken ganz, ganz böse dabei. Die Kavallerie wurde von den Speerkämpfern aufgerieben. Hier sieht man wiederum die Kavallerie ungefähr im Kräftegleichgewicht. Da scheint alles okay zu sein. Hier hinten ist Kavallerie in die Steinschleuder reingelaufen. Gar nicht schlecht, aber sie werden von den Speerkämpfern eingeholt. Und wenn die ankommen, dann gibt's aufs Maul. Die Elefanten sind weit ab der Heimat quasi, verfolgen die Kavallerie, aber verpassen dadurch die wichtigen Orte der Front zu erreichen. Hier in der Mitte fliehen die Skutari gleich. Hier sieht die Moral auch nicht so gut aus, aber die haben tatsächlich die Möglichkeit, hier diesen Moral-Charge hinten rein zu machen. Das tut ordentlich weh. Hier auf der Seite sind schon zwei Einheiten komplett aufgerieben worden. Bemalte Krieger kümmern sich jetzt um die Elefanten, glaube ich. Oder auch nicht, die laufen so halbwegs dran vorbei. Mal sehen, was daraus wird. Mittlerweile sieht es nach einem großen Chancenplus für die Arewaki aus. Da glaube ich zumindest, dass die besser aufgestellt sind. Hier in der Mitte sind sie zwar auf der Flucht bald, aber hier auf den Flanken haben sie echt die Hoheit. Kriegen jetzt langsam auch den Hügel zurück. Können dementsprechend schöne Charges von hinten noch reinmachen. Und dementsprechend ganz gut fighten eigentlich. Die bemalten Krieger haben die Elefanten nicht zu Fall gebracht. Mal sehen, ob es die Speerträger schaffen, die Speerkämpfer. Steinschleuderer werfen auch noch drauf. Hier hingegen libysche Infanterie ist nicht mehr gut dastehend gegen Adelskämpfer und Skutari. Hier in der Mitte macht Fruchtkorn eigentlich nichts mit seinen Einheiten. Der lässt sich hier einfach so stehen, da passiert nichts. Jetzt bewegt er sie mal. Ein bisschen zu spät, glaube ich. Und die Einheit steht hier auch einfach rum. Die kriegt hier einfach die Charges rein, ohne irgendwas zu machen. Da müsste man vielleicht irgendwie gegenchargen. Hier in die Kavallerie gegen die Bogenschützen. Wunderbarer Charge da hinten rein. Leider nicht mehr so viele Reiter da drin. Hier auf der Seite wird immer noch gekämpft zwischen der Kavallerie. Auch wenn hier Karthago eventuell siegen dürfte. Das sieht nach zahlenmäßiger Überlegenheit aus. Moraltechnisch auch. Aber die Kavallerie wurde so lange da hinten gebunden, dass sie jetzt eigentlich nichts mehr an der Schlacht ändern kann. Hier in der Mitte fliehen die beiden Einheiten. Die Bogenschützen sind auch schon fast weg. Die Elefanten sind jetzt auch moralisch zerbrochen und hauen ab. Und ja, damit war es das für Karthago. Hügelposition beibehalten, aber komplett aufs Gesicht gekriegt, weil die Adelskämpfer tatsächlich hinten rumgelaufen sind, richtig schön den Moral-Malus bei den Gegnern angerichtet haben. Schauen wir uns mal hier an. Guck mal, hier steht es nämlich auf Englisch, komischerweise. Arewaki und Carthage. Und ja, hier die Adelskämpfer, 210 Kills. Und hier auch nochmal 219 Kills durch diese Background-Charges. Ansonsten, ja, ganz okay, die Skutari waren halt so kanonenfuttermäßig. Die Kavallerie hat viel gerissen, hier hat die Kavallerie einmal nichts gerissen. Ansonsten sehr solide, Bogenschützen auch ganz okay. Also von den Kills war das gar nicht mal so kacke. Allerdings hat natürlich Angel Templar hier deutlich mehr Einheiten aufgestellt. Da helfen dir moderate Kills auch nicht, da musst du das Doppelte hier noch machen, damit du da irgendwas großartig reißen kannst. Ja, also 1900, 2600, 1700, 1300, dann gerade mal die Hälfte der Armee verloren.
Sieht doch ganz gut aus. Damit hat Fruchtkorn verloren und somit den Schlagabtausch verloren in dieser Gruppe, den Spitzenposition, die Spitzenposition zu erreichen, weil Angel Templar und Fruchtkorn hatten jeweils ihre erste Schlacht gewonnen. Damit hat Angel Templar jetzt 2 Siege. Damit wär's das für diese Schlacht. Man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.